Viele Christen sind heutzutage immer noch der Meinung, dass die Ungläubigen für immer und ewig in der Hölle brennen werden. Durch diese Angstmacherei, denn mehr ist es nicht, hat die katholische Kirche nicht nur ihre Ablässe verkauft, sondern sie hat auch dazu beigetragen, dass viele Menschen ein völlig falsches Gottesbild bekommen haben. Als würde es Gott irgendwie Freude bereiten, Menschen in eine Hölle einzusperren, nur um sie anschließend für immer und ewig zu quälen, zu bestrafen und zu verbrennen. Das entspricht nicht dem Gott der Bibel. Da in der Bibel in der Tat von einem ewigen Feuer gesprochen wird, wollen wir uns einmal anschauen, was es mit diesem Feuer wirklich auf sich hat. Matthäus 3, Vers 12. Die Spreu aber wird er verbrennen, mit unauslöschlichem Feuer. Malachi 3, Vers 19 und 21. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Asche unter euren Füßen werden. Wenn hier von einem ewigen Feuer die Rede ist, dann bedeutet das nicht, dass das Feuer ewig brennt, sondern dass dieses Feuer so lange brennt, durchgehend, bis alles, was verbrannt werden sollte, auch verbrannt wurde. Also wenn die Bibel von einem ewigen Feuer spricht, dann heißt das auf gut Deutsch, dass selbst 1 Million Feuerwehrwagen nicht ausreichen würden, um dieses ewige Feuer wieder zu löschen. Denn ein Feuer, das Gott gelegt hat, kann eben auch nur von Gott wieder gelöscht werden. Das kann kein Mensch tun. 1. Mose 19, Vers 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Judas 1, Vers 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Nun, wenn es wortwörtlich zu nehmen ist, mit einem ewigen Feuer, das Sodom und Gomorra zerstört hat, dann müsste es ja heute immer noch brennen. Doch das ist nicht der Fall, denn Chronik 36, jenes Feuer konnte nicht verlöschen, ehe nicht alles verzehrt war. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Entweder schenkt Gott einem das ewige Leben und eine Eintrittskarte für das Reich Gottes, oder aber man wird aus dem Buch des Lebens ausgelöscht, beziehungsweise man wurde erst gar nicht hineingeschrieben. Und die Konsequenz wäre dann keine ewige Höllenqual, sondern der ewige Tod. Das ist sicherlich schlimm genug, doch es ist nun mal ein Unterschied, ob man den ewigen Tod erleidet und somit von nichts mehr weiß, oder ob man für immer und ewig in diesem Feuer gebraten wird, was ja laut Koran der Fall ist. Wenn Ihnen also Menschen Angst machen wollen, mit einer ewigen Höllenqual, wie es die Katholiken oder die Muslime ja tun, dann sollte man sich darüber nicht aufregen, sondern eher Mitleid zeigen, dass diese Menschen immer noch Angst vor etwas haben, wovor man überhaupt gar keine Angst haben muss, wenn man Jesus Christus auf seiner Seite hat. Wer aber natürlich den Sohn Gottes, seine Kreuzigung und seine Auferstehung von den Toten ablehnt und darüber sogar spottet, der wird nicht im Buch des Lebens stehen, und wer nicht im Buch des Lebens steht, der hat sich für das Reich Gottes disqualifiziert und sich gegen Gottes einzigen Rettungsplan entschieden. Ich hoffe und ich bete, dass du nicht dazu gehörst und auch, dass ich nicht dazu gehöre, denn wir gehören nicht zu dieser vom Satan regierten Welt. Wir trachten nach dem Himmelreich. Wir trachten nach dem Reich Gottes auf Erden, das bald errichtet werden wird. Und weil dieses satanische Zeitalter bald vorbei ist, ist es auch gleichzeitig die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, die sehr nah herbeigekommen ist. In diesem Sinne, Gottes reichen Segen und Shalom.